Halli, hallo, Hallöchen zusammen. Ich habe heute ein Favoritenvideo für euch. Es ist Lifestyle, es ist Pflege, es ist Make-up. Und wenn ihr Bock auf das Video habt, bleibt unbedingt dran. Ja, wie ihr wahrscheinlich seht, ist das ein wilder Mix. So ein wilder Mix jetzt allerdings auch nicht. Und ich bin jetzt mal in mich gegangen. Was waren denn meine absoluten Favoriten? Welche Produkte haben mich total glücklich gemacht und haben mir richtig gut getan? Und ja, da starten wir jetzt mal durch mit. Und zwar fangen wir an mit Parfüm. Und zwar habe ich mir vor circa anderthalb Monaten, vorm Urlaub, habe ich mir mal so ein Beauty-Set von Douglas aus dieser Home Spa-Serie bestellt. Und was soll ich sagen? Der Parfümduft, es ist kein Parfüm, es ist ein Body Mist. Es ist wirklich herrlich. Herrlich, herrlich. In diesem Set war noch ein Duschschaum drin und noch so andere Sachen. Richtig, richtig schön. Ich liebe den Duft. Es ist so richtig für mich, wirklich richtig ein sommerlicher. Ja, wobei, muss gar nicht unbedingt Sommer. Es riecht tatsächlich nach Spa. Ganz, ganz fantastisch. Und der andere Duft, den ich ganz viel getragen habe, ist von And Other Stories, der Pearl de Coco. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Was es noch gibt oder was ich finden kann, verlinke ich euch selbstverständlich in die Infobox. Aber dieser Duft, der ist auch wirklich wahnsinnig schön. Soll dufttechnisch ein Dupe, nicht ein hundertprozentiges Dupe, aber sehr an das Sol de Janeiro oder diese Bum Bum Creme angelehnt sein. Und ja, der duftet tatsächlich recht lange. Das ein Body Mist riecht nicht so super lange. Aber ich finde das tatsächlich gut, wenn ich nicht den ganzen Tag rieche, weil manchmal hat das für mich auch eine gewisse Penetranz, die ich nicht gut ertragen kann. Genau. Von daher, alles gut, genauso ist es. So wie es ist, ist es richtig gut. Was ich in diesem Sommer auch, oder in den letzten Wochen auch ganz viel getragen habe, tatsächlich benutzt habe, ist von Beauty Mates dieser Selbstbräunungsbooster. Super spannendes Produkt. Da ich ja jetzt keine Person bin, die permanent mit dem Gesicht oder dem Körper in der Sonne liegt, grundsätzlich mag ich das einfach nicht so gerne, so in der Sonne zu braten. Und ich benutze zusätzlich dazu einen Lichtschutzfaktor 50 fürs Gesicht, Hals und Dekolleté und für den Rest des Körpers, den die Sonne sieht, oder die, ja doch, so kann man sagen, gibt es einen Lichtschutzfaktor 30. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass es einen Farbunterschied gibt. Und ich finde, diese Selbstbräuner-Booster gleichen das total schön aus. Ich benutze die so alle 6 bis 7 Tage, nehme ein bisschen Creme in die Hand, mische mir 3 Tropfen damit rein, vermixe das in den Händen, ab aufs Gesicht, Hals, Dekolleté und innerhalb von wenigen Stunden, 2 bis 3 steht in der Beschreibung drin, habt ihr einen schönen, leichten Selbstbräunungseffekt. Ich habe im Sommer Urlaub mit meinem Freund am Gardasee, habe ich ein einziges Mal ein bisschen Foundation getragen, aber ist einem sowieso alles permanent vom Gesicht geflossen. Und ja, sonst habe ich die ganze Zeit wirklich nur Pflegecreme, mein Lichtschutzfaktor und hin und wieder mal die Selbstbräunungsbooster verwendet. Richtig, richtig toll. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und ich habe einen permanenten, ich glaube auf jeden Fall permanent, auf jeden Fall gilt der aktuell Rabattcode über 30% mit dem Code MELO30. Spart ihr 30% auf alles. Was ich bei Beauty Mates cool finde, ist dieses Mix-and-Match-Prinzip. Das heißt, ihr könnt euch eure Booster selber zusammenstellen und ihr könnt die Booster in jede beliebige eure Lieblingscreme hineinmischen. Das heißt, ihr müsst nicht alles von einer Reihe haben. Ihr könnt diese Booster quasi zu eurer Pflegeserie kombinieren. Das finde ich richtig, richtig gut. Das hat mich damals überzeugt. Und ich habe zum Beispiel damals dieses Selbstbräuner-Booster habe ich zusammen mit dem Augenlifting-Booster bekommen in diesem Summer Set. Ich gucke mal eben, wie heißt das? Hieß das Set noch? Dass ich euch hier keinen Blödsinn erzähle. Summer Booster Duo. Genau. Super spannend. Aber ihr könnt euch das zusammenstellen, individuell, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe jetzt zum Beispiel auch noch 2 neue Produkte zum Testen bekommen, die ich auch super spannend finde. Und zwar einmal das Koffein Wake Up oder den Koffein Wake Up Booster und den Pore Minimizer Booster. Die habe ich jetzt aber gerade erst bekommen. Da muss ich erstmal noch ein bisschen testen, bevor ich da mehr zu sagen kann. Super spannend finde ich einfach schon, dass dieser Pore Minimizer, wenn ich das richtig gelesen habe, auch dafür sorgt, dass nicht nur die vergrößerten Poren ein bisschen zurücknehmen soll, die jetzt bei mir nicht so super dramatisch sind, aber
Sie sollen halt auch Pigmentstörungen zurücknehmen. Das werde ich auf jeden Fall testen. Ich bin super, super neugierig, aber dazu dann zu späterer Zeit etwas mehr, weil ich möchte die Sachen schon vernünftig testen, bevor ich euch meinen Senf dazu abgebe. Also, ich setze euch alles in die Infobox, was ich an Informationen habe, auch die Links, auch den Rabattcode Melo30 und ja, das ist schon eine Menge Geld, das ihr da sparen könnt. Ich glaube, ich mache jetzt doch mal mit Lifestyle-Produkten weiter. Irgendwie finde ich das gerade ein bisschen Beauty, ein bisschen Lifestyle total schön. Und zwar habe ich überlegt, was habe ich denn für Lifestyle-Favoriten? Weil immer nur Kosmetik ist ja auch ein bisschen langweilig. Und da fiel mir dieses Armbändchen auf. Das ist von Tory Burch. So ein, da steht was Besonderes dahinter. Ich muss mal eben schauen, ob ich das finde. Also keine Werbung oder irgendwas in der Art. Aber ich habe dieses Armband Embrace. Embrace Armband heißt das, glaube ich. Ich muss mal eben schauen. Embrace Ambition Armband, genau. Habe ich geschenkt bekommen von meiner lieben, lieben Freundin. Dieses Armband wurde in Kooperation mit der Tory Burch Foundation entworfen, um Frauen dazu ermutigen, ihre Chancen zu nutzen. Der mehrfarbige Style aus Seide, also dieses Bändchen hier, ist sehr festgewickelte Seide, verfügt über unseren charakteristischen Gemini-Link-Anhänger. Und was willst du denn jetzt hier mit der Werbung? 100% der Nettoerlöse gehen an die Stiftung, die Frauen im Unternehmertum unterstützen. Das Produkt ist aus Seide, Messing und verstellbarer Verschluss mit graviertem Anhänger. Ich finde den so schön. Ich finde den so schön. Ich finde die Message dahinter toll und ich trage das immer, wenn ich meine Armbanduhr trage, weil ich finde, das wertet das Ganze noch so ein bisschen auf, denn diese Fitbit ist natürlich keine besonders schicke Uhr, aber sie ist halt dezent und nicht so riesig und das Armband finde ich ganz, ganz, ganz hübsch. Also wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, finde ich, ist das jetzt mit 30 Euro auch nicht zu teuer. Dann habe ich mir für meinen Sommerurlaub mit meinem Liebsten und auch für die Hochzeit der Tochter meines Freundes habe ich mir ein paar Schuhe und eine Tasche gekauft bei Hasimausi, aka H&M, wer den Ausdruck noch nicht kennt. Und zwar sind das einmal diese Schläppchen hier, wunderbar. Der Absatz ist wirklich gemütlich, man kann da gut drin gehen, man geht ja nicht darin wandern. Das sind offene Schuhe, das macht ja keiner in Pantoletten wandern. Aber man kann da so gut drin laufen und die Hochzeit ging von, ich habe keine Ahnung, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und ich hatte keine großen Probleme. Natürlich habe ich zwischendurch auch mal gesessen. Ich habe sogar recht viel gesessen. Aber nicht, weil mir die Füße schmerzten, sondern weil man es halt einfach gemacht hat. Und ich finde die so, so, so toll. Die sind aktuell bei H&M sogar im Sale. Es ist nicht jede Größe verfügbar, aber schon noch einige. Und ich glaube für 15 Euro oder so. Und die sind so, so, so schick. Und die erinnern mich genau wie die Tasche, die ich auch bei Hasimausi gekauft habe, total an die Bottega Veneta Reihe mit dieser geflochtenen Serie. Natürlich sind das keine Dupes, keine 100% Fakes, aber das will ich ja auch gar nicht. Ich mag den Stil von dieser Bottega Veneta Reihe einfach total gerne und ich finde diese Kombi so, so schön. Also ich habe es jetzt tatsächlich auch in meiner Freizeit schon häufiger getragen, weil ich finde, die Kette, die ist halt auch nicht zu, also es ist nicht zu schick, aber es ist auch nicht Turnschuhe an. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das so schön, aber man sieht es ja auch, die Schuhe sind schon gut getragen. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, mir noch ein zweites Paar zu kaufen, bevor sie ausverkauft sind. Aber die sind so gut in Schuss, das ist Quatsch. Die hier sind aus Kunstleder, diese wunderbare Tasche ist aus echtem Leder. Ich habe sie wieder ausgestopft, das ist so mein Ding. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn die Sachen in ihrer Form bleiben. Und ich finde, in diese Tasche passt auch super viel rein. Ich habe ein recht großes Telefon und es passt easy rein. Zusammen mit meiner Geldbörse und Lipgloss und meinem Autoschlüssel und mehr braucht man ja auch einfach nicht. Ja, wunderbar. Ich trage das wirklich oft und gerne jetzt nicht zur Arbeit. Also auch das habe ich schon gemacht, sie zur Arbeit getragen, aber jetzt nicht. Aber jederzeit im Alltag. Wenn ich mal in die Stadt gehe, wenn ich abends mit meinem Freund essen gehe, es ist einfach so schön, ohne zu schick zu sein. Und weil ich das jedes Mal geliebt habe, wenn ich es angehabt habe, diese Kombi, musste ich es euch unbedingt zeigen. Oder musste ich sie euch unbedingt zeigen, weil es mich total glücklich macht, dass ich so eine schöne Kombi gefunden habe.
wie gesagt, was ich verlinken kann, verlinke ich euch. Dann machen wir weiter mit dekorativer Kosmetik, genau. Und da möchte ich euch gerne drei Produkte zeigen, die wahrscheinlich auch niemanden mehr überraschen werden. Aber ich habe total wenig Make-up getragen die letzte Zeit. Wie gesagt, ganz viel in Selbstbräunungsbooster. Dann ist die Haut so schön gleichmäßig braun und sieht gesund aus, dass man da nicht nochmal unbedingt Make-up drüber geben muss. Manchmal wollte ich so ein bisschen meine Pigmentflecken ausgleichen und dann habe ich was drüber gegeben, aber tatsächlich nicht viel. Und ich habe so, so, so gerne mit diesen Cremeprodukten gearbeitet, nennen wir es mal gearbeitet. Und zwar ist das von RMS, habe ich einmal den Highlighter und einmal den Blush. Der Blush Lip and Cheek, ich finde, auf den Lippen ist das kein schönes Gefühl. Also es ist so ein bisschen austrocknend, deswegen mag ich es auf den Lippen nicht. Es kommt jetzt hier tatsächlich gar nicht so auf die Farbe an, sondern mehr auf das Tragegefühl. Die lassen sich schön auftragen, sowohl mit den Fingern als auch mit einem Beauty-Schwamm. Ich finde, nur bei einem Beauty-Schwamm geht ein bisschen viel Produkt verloren. Also mit den Fingern da rein, ein bisschen auftippen und dann ausblenden. Richtig, richtig schön. Das funktioniert so, so, so gut. Ich bin wirklich sehr schwer begeistert. Und bei dem Highlighter genau dasselbe. Der Highlighter ist sehr dezent. Er gibt wirklich nur so ein, ist da was? Ist da nichts? Wunderbar. Also es passt einfach so schön, gerade wenn man gerade wenn man nur so ein bisschen was im Gesicht hat. Und die RMS-Produkte, Cremeprodukte sind unglaublich ergiebig. Wahnsinn. Ich habe hier den Champagne Rose Luminizer, aber ich hatte auch schon einen anderen in der Palette. Den fand ich sogar farblich noch ein bisschen besser. Und warte, ich hole mir mal eben den Blush wieder. Das ist der Lip to Cheek in Promise. Den finde ich farblich auch mega, mega schön. Es ist wirklich viel Produkt drin. Da kommt ihr ewig mit hin, den macht ihr so schnell nicht leer. Und ja, wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Und ja, es riecht auch noch nichts komisch, also die werde ich noch eine Weile benutzen können. Ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrung mit RMS-Cremeprodukten gemacht habt. Wenn nein oder wenn ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr zufrieden seid. Und ich habe, eigentlich hatte ich diesen Lidschatten, ich mag ja den Champagner, irgendwas von Kiko aus dieser Cremepöttchen-Reihe von der Lost in Amalfi LE, mag ich ja mega, mega gerne. Ich habe zweimal schon versucht, bei Kiko dieses Produkt nachzuordern und beide Male sind die Pakete abhanden gekommen. Beide Male. Und ja, das heißt, ich bin jetzt umgestiegen auf diesen rosanen, der heißt Dewy Rose. Und ich habe ihn auch heute wieder auf dem beweglichen Augenlid in der Lidfalte, ein bisschen Bronzer. Ich finde die so, so schön und die halten auf einem Lidschattenprimer einfach den ganzen Tag. Ich habe mich heute Morgen um 7 Uhr geschminkt und wir haben jetzt 22 Uhr 21 und ich habe nur meine Stirn nachgepudert, ein bisschen Bronzer nachgelegt, ein bisschen Lipgloss aufgetragen. An meinem Augen-Make-up habe ich nichts geändert. Die sind einfach richtig, richtig gut. Also wenn ihr noch die Creme-Lidschatten von Kiko, richtig toll. Und dann wirklich einfach nur ein bisschen Mascara, Creme-Blush, Creme-Highlighter, ein bisschen Creme-Lidschatten. Richtig toll. So, und es ist natürlich kein gutes Video für mich, wenn ich euch keine Produkte von Dalton zeigen kann, denn auch da schlägt mein Herz, ihr wisst es einfach. Und ja, ich habe mega, mega lieben gelernt. Ich habe schon immer den Hyaluron Urea Hydro Boost, diese Creme, diese leichte Creme verwendet für tagsüber unter Make-up. Jetzt in dieser heißen Zeit war mir die Q10 im Gesicht zu viel und da habe ich die auch für nachts genommen und oh mein Gott, die ist so schön und leider auch leer. So gut wie auf jeden Fall. Und diese Hydro Boost Creme ist einfach der Shit. Wirklich richtig, richtig toll. Aber ich kenne so viele, die die Hyaluron-Urea-Produkte nutzen und einfach super zufrieden sind. Ich benutze jetzt dazu auch noch das Serum und ich kann nur sagen, das ist große Liebe. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich im Winter wieder auf die Q10 umsteige oder ob das jetzt erstmal die Serie meines Vertrauens ist. Aber erfahrungsgemäß im Winter brauche ich immer ein bisschen mehr und dann freue ich mich auch schon wieder auf die Q10-Serie. Wir werden es sehen. Es geht hier ja um meine aktuellen Favoriten und da ist definitiv die Hydro Boost Creme. Dann habe ich jeden Tag
dieses Refresh and Firm Eye Gel verwendet aus dieser Face Care Serie, beziehungsweise Face Care ist es ja alles. Das ist so gut. Aus dem Kühlschrank, direkt mit dem Füßchen aufs unters Auge aufgetippt und schön nach oben eingeklopft. Und ach, es ist einfach so schön erfrischend. Das allerdings tatsächlich für unter Make-up. Ne? Für abends ist mir das nicht reichhaltig genug, aber für unter Make-up morgens, oh mein Gott, es ist so schön. Dieses erfrischende Gefühl von diesem Applikator aus dem Kühlschrank auf der Haut, die im Moment ja eigentlich immer heiß ist. Bombastisch. Richtig, richtig toll. Kann ich euch auch mega empfehlen. Und auch eine ganz, ganz große Liebe jetzt im Sommer, die Q10 Energy Boost Ampullen. Ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen kühlen. Und alles, was im Moment so ein bisschen kühlt, ist ja voll meins. Ja, also diese drei Produkte jetzt im Sommer wirklich absolut hervorgestochen. Und bei denen, glaube ich, die habe ich euch noch nicht so oft gezeigt. Deswegen packe ich die jetzt mal für euch aus. Und auch hier mein Code Beauty Melanie, alles groß geschrieben, gilt jetzt noch bis diesen Sonntag. Nächsten Monat wird es wahrscheinlich keinen Code für den gesamten Shop geben, weil im nächsten Monat sehr wahrscheinlich die Adventskalender rauskommen. Und der Code gilt dann meistens nur auf die Adventskalender. Das weiß ich natürlich noch nicht genau. Ich glaube, wir dürfen uns auf einen tollen Kalender freuen. Genau, dies nur als Hinweis, wenn ihr jetzt noch dringend was braucht, dann schlagt jetzt zu, weil ich nicht weiß, wann ich den nächsten Code habe. Kleiner Hinweis, ihr bekommt 20%, ich bekomme auch eine kleine Provision. Kauft also am liebsten über den Code des Influencers oder der Influencerin ein, die ihr gerne unterstützen möchtet. Ihr habt gar keinen Nachteil, eigentlich nur Vorteile, weil ihr die 20% spart. Und ja, der Influencer, über den ihr einkauft, dem tut ihr was Gutes damit. So rum, genau. Also das dazu richtig schön. Und im Moment eine coole Maskenaktion, da ich, ihr wisst ja, das ist meine absolute Lieblingsmaske. Ich bin leider im Moment ein bisschen maskenfaul gewesen. Irgendwie war mir alles zu viel die letzten Wochen. Aber ich liebe, liebe, liebe die Masken. Und es gibt im Moment eine ganz coole Aktion. Ich setze euch die auch mal. Also ich setze euch einen Link zu meinen Favoriten in die Infobox. Und da seid ihr dann ja auch direkt im Shop. Schaut euch das mal an. Da gibt es wirklich hohe Rabatte. Also auf diese sowieso schon stark reduzierten Geschichten gibt es dann nicht nochmal zusätzlich 20%. Aber die sind, glaube ich, auch von 25% bis zu 25% reduziert. Und da kommt es ein bisschen drauf an, welche Maske ihr nutzt und ob ihr euch überraschen lasst oder ob euch da was reinsortiert, schaut es euch an. Ich finde es richtig cool. Es gibt auch noch so eine Aktion, dass wenn ihr über einen gewissen Wert einkauft, bekommt ihr so Reisegrößen geschenkt. Und da sind zwei sehr, sehr hochwertige Produkte dabei. Also das, auch das lohnt sich sehr. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch. Und ich finde, das ist eine ganze Menge. Und ich bin super happy mit meinen Favoriten. Ich finde es richtig, ich habe wirklich richtig tolle Sachen, die ich zurzeit benutze und die mich sehr glücklich machen. Und zudem werde ich langsam wieder heile, werde therapiert. Also bin beim Physiotherapeuten. Scheinbar kommen diese ganzen Schwindelgeschichten vom Kopfgelenk. Das wird gerade austherapiert. Und ich hoffe, dann bin ich auch bald wieder vollständig einsatzbereit. Und die alte, das ist natürlich auch ein großer Favorit, dass jetzt langsam wieder bergauf geht. Ja, also schaut in die Kommentare, vor allem in die Infobox für die Rabattcodes, für Zusatzinformationen und für Links, wenn es euch interessiert. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao ihr Lieben, tschüss!